Hey, ja, hier ist der Stoppen. Ich bin der Diebster und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rocket League. Wo ich einmal zum Anfang einmal einen Gegentor kassiere. Das war ja wirklich ein mieser Auftakt, da bin ich immer umgeirrt, muss ich sagen. Das war noch gar nichts. Naja, wir spielen 4 gegen 4 Chaos. Heute sogar nur, ich weiß, wobei wir mal wahrscheinlich ein oder zwei Runden vielleicht auf jeden Fall Eis, hier ist Schnee frei. Wahrscheinlich nehme ich mal an, dass wir ein, zwei Runden noch immer spielen werden. Ansonsten hast du hier kein 3 gegen 3 heute. Bin ich irgendwie so weit raus hier aus dem Spiel. Hab da leider so lange nicht gespielt, den ganzen paar Wochen wieder her. Hat den leider rausgeholt. Ah, hab vor Bremse getreten. Naja, da wäre früher Fallzieher geworden. Aber. Na, Ball. Ach, Scheiße. Hab ich nicht gesehen durch die Explosion, ey. Wie bitter. Naja. Jawohl, 3:2 wieder in Führung gegangen. Naja, waren ein paar gute Aktionen dabei. Ah, ja gut, das ist ja quasi das Aufwärmspiel, das ist ja mittendrin in der Partie. Das ist ja klar, das mache ich ja immer dann als, zähle ich nie wirklich als Rennen, als Spiel. Oh, das war ja wirklich miserabel. Aber nun ja. Man kann das nur üben, wenn man es mal wieder probiert. Oh je, bin ich schlecht. Ah! Als Ernsthaft kriege ich ja keinen Ball. Wo bin ich denn? Ich bin letzter. Das ist ja. War bisher doch nicht so gut gespielt. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt, aber bis dato war das nicht so gut. Ach, jetzt ist der am Weg, ey! Jetzt war er am Weg, jetzt ist plötzlich mitten der, wo ich da hinfahren wollte. Ach, meine Güte! Ja, wir spielen ja wie im Jugendfußball, ja. Hab ihn da berührt. Was war das denn, ey? Was war denn das? Hab ihn irgendwo noch berührt, ey. Ja, wunderbar. 4:2, das Tor gemacht. Er hat das leider vorne gespielt auf Platz 3. Haben wir den Vorsprung aufgebaut auf 2 Tore. Da ist schon mal beruhigendes Polster bei 30 Sekunden. Und noch ein Tor. Doppelpack. Also, danke. Super, Doppelpack. Jetzt brennt mir am Rechner der Debbie bei denen. Jetzt haben wir so ein zweiter. Wenn das nichts ist. Ah, Scheiße. Ah, jetzt kriege ich hier Discord. Discord, ich hab gezwitschert, ja stimmt. Ich habe vorhin noch einen Tweet abgesetzt. Dann wisst ihr ja vielleicht, wann ich das aufgenommen habe. Ich sagte jetzt, ja, es geht um eine Ankündigung für Sonntag. Also für nächsten Sonntag. Wahrscheinlich nach dem Video sogar hier erst. Vor dem Video hier meine ich. Wir haben gewonnen. Ja, wenn das nichts ist, ne? Wir sind noch Zweiter geworden. Traumtüte. Hui! Ja. Haben noch das Spiel noch zu einer Gunsten nicht spielen können, ne? Haben 2 Tore gemacht. Das war gar nicht so schlecht, oder? Ja, ich würde sagen, weiter geht's. So, nächste Partie. Das ist die erste richtige Partie, deswegen für alle. Willkommen! Zurück bei Rocket League.
So. Okay. Oh meine Güte. Dem brauch ich. Dem brauch ich. Oh. Was machst du da? Alter. So. Ja mal. Aber eine Vorlage. Na naja, egal. Nimm ich auch. Gut, euch los. Und sorry. Habe ich vielleicht dann noch versäumt. So, immerhin. 1-0 vorbereitet, immerhin. Ich habe auch 90 Punkte gemacht, also weil ich ja aus der Landung gespielt habe. Okay, dann müssen wir wieder aufpassen. Okay, bin auf der Linie, ist gut so. So! Oh! Oh, 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 da hätte man natürlich machen müssen. Wenn ich den reingehauen habe, ist natürlich bitter, ey. Das war natürlich ein Elfmeter. Den hätte ich den Abpraller mitnehmen müssen. Jawoll! Na! Okay, ich bin aber der letzte Mann, ne? Oh Gott, der kommt noch was Scheiße. Wir müssen das ein. Das 1-0 wird hier. Oh! Wow! Und eine Vorlage! Hoppa! Hui, ey, zwei Fahrer gemacht, ein gutes Spiel für mich. Also egal wie das jetzt ausgeht mit diesem Spiel, das ist schon ganz gut gelaufen mit zwei Paraden, zwei Vorlagen, fehlt nur ein Tor. Da fehlt nur ein zwei Tore, da habe ich so ein Double. Oh nee, krieg den Winkel nicht. Jetzt bin ich natürlich die Tür. Ja, jetzt komme ich natürlich nicht mehr ran. Bei letzter Mann. Ja, natürlich haben müssen, also. Bei denen ich getroffen habe, da war der Winkel scheiße, da hätte ich zur Seite springen müssen, um irgendwie noch die Seite zu klären, aber da habe ich das total verpeilt. Naja, passiert ein Fehler, einen haben wir noch gut. Wie der letzte, der im Tor ist, ne? Das ist so eine Scheiße. Da bin ich ja nicht entschieden genug hingegangen. Ja, die haben schon solche viele Großchancen gehabt. Das ist wirklich ein riskantes Spiel, was wir hier treiben. Das können die auf jeden Fall noch gewinnen. Also das Gewinner immer auf jeden Fall gegen ein stärkeres Team durchgesetzt. In meinen Augen. Ja, super. Wir kriegen ja nicht ein Kontertore. Ach Gott! So eine Scheiße! Das wäre das Spiel noch. Ey, eigentlich hat man das gut unter Kontrolle. Da am 2-0 dachte ich eigentlich, wir wären gut dabei. Jetzt haben wir alles verspielt, ey. Ah, ich bin der Einzige, der hinten ist. Trotzdem, wenn wir verlieren sollten, dann lag es nicht nur an mir. Ich habe hier zwei
Dinger angemacht. Also zwei Gegentore noch verhindert. So. Okay, holen wir mal den mal raus. Ja, ich muss ja mir einzeln in der Defensive arbeitet hier. Ach, immer noch nie im Tor. Und ist scheiße. Ja, ich meine, das Glück hier auch nicht hin. Verlängerung. Naja, immerhin. Wir hätten noch 2:4 verlieren können, ne, muss man mal sagen. Was mach ich da? Warum fahr ich nicht gerade auf das Ziel zu, ey? Ah! Ich nehme mal. Ach, scheiße. Ja, wir verlieren das noch, ey. Ach, ärgerlicherweise. Die waren eigentlich alle. Wir waren gar nicht mal so schlecht, aber. Wir haben das halt noch gedreht, ey. Da war nur Anfang gut. Später habe ich irgendwie. Ja, ohne mich lief da nichts. Weder offensiv noch defensiv. Leider haben wir deswegen verloren. Muss man leider sagen. Ohne mich. Lief da nix, ey. Ja, ist dann also. Ach, wir waren der zweitbeste Spieler auf dem Feld. Die zwei Vorlagen, zwei Paraden. Ja, waren also schlecht, aber nicht gut genug, ja, um das Team zum Sieg zu führen. Leider nicht. Naja, weiter geht's in der nächsten Partie. Okay, los geht es. In der nächsten Partie. So. Okay. Aber wer raus damit? Was stürmen die alle auf dieses. Aber dann, was mache ich denn hier? Ähnlich haben. Ah, an die Latte. An die Latte geknallt, ey. Nein. Hat mir angeschoben, deswegen hat er vor dem noch dran. So, okay. So. Ja, das war ja erträglich. Jetzt halt den, macht den. Okay. Jawohl! Erst pariert und dann verwandelt. Super, eine Führung gegangen. Das ist gut für mich, für uns. Für mich natürlich auch. Ja, dann kommt so doof. Oh, oh, was passiert hier? Was war das denn? Oh nein! Nein! Okay. Jawohl, ab in den Winkel!
Wir haben auch mal ein Tor gemacht. Funnel, wieder in Führung, eben auch. So. Okay. Nein! Wie dumm, ey! Wie dumm! War mein Fehler, ey! War mein Fehler, wenn man so klar hat sagen, ey. Dabei auch wie dumm unterwegs, hätte ich auch haben müssen. Ganz ehrlich, hätte ich auch haben müssen, als er an der Seite war. Habe ich ihn vorbeigefahren. Deswegen hat das nicht funktioniert, ey. Ach, wenn er am Wendekreis wieder schätzt, scheiße. Wieder kein Panzer. Er fährt ja neu vorbei, was ist denn? Okay. Schade. Nicht reingemacht. Ja, Min. Okay. Den nehmen wir. Ach, ich habe ja keinen hier. Ah, 2-1, mit 3 müssen wir mal machen hier. Ich bin ja drüber weggesprungen, leider. Ich mit dem Ton bei mir irgendwas nicht in Ordnung heute. Ich muss gleich mal gucken haben nach der Partie, was da mit dem Ton los ist. Das spielt total ein bisschen bei mir gerade. Er hört ja im Video vielleicht auch, dass da ein bisschen wie kein Motorgeräusch oder so. Oh, reingehauen. Okay. Oh. Noch ein Tor gemacht. Ja, siehst du, er läuft ohne mich nix heute. So. Schade. Oh Mann, den habe ich ja nicht gemacht. Bleib mal mit dem Ton mal, guck mal mit dem Ton in Ordnung, nicht mit in Ordnung. Irgendwie ist du bei dem Ton hier nicht. Hört sich total dumpf an, ne? Der Ball hat überhaupt keinen Ton. Wenn der aufprallt. Also, keine Ahnung, was da los ist. Ja, super, jetzt kann ich noch nicht mal dahin, ne? Ich will mal neu starten, vielleicht mal. Kann auch sein. Ah! Aber ja! Ich finde mal 3-1. Oh. Ich will nie wieder so ein geteiltes Gegentor kriegen. Oh. Naja, wir hätten ihn mal denen noch vorgebracht. Ja! Er wäre zwar toll gegangen, aber wir haben es geschafft, ey. Wir sind ein besserer Spieler geworden. Hör das, Niklas! Hoi, super! Okay! Super, super! Wir haben gewonnen! Ja, besser Spieler auf dem Platz, das ist gut so. Jetzt gehe ich mal kurz ins Hauptmenü und werde mal den Ton mal überprüfen. Vielleicht auch nochmal neu starten das Spiel. Irgendwas stimmt hier nicht. Also, hier mal rein. So, und wieder im Spiel. Jetzt hoffentlich mit besserem Sound. Jetzt hat man hier, jetzt hat man den Ball sofort, ne? Ach so, falsche Richtung. Moment, so. Steht 0-0. Wieder ein paar Team mittendrin, das heißt Bonusspiel für euch. Hoffe, die kleine Pause hat jetzt nicht mal alles vernichtet hier. Von meiner Leistung heute. Die ganz Gutes.
Den musst du haben. Boah. Den hätte er haben müssen, ey. Hab man ihn drauf verlassen eigentlich. Genau, verlassen die sich auch auf mich, wenn ich das vergeige, ja. Gehört dann halt dazu, wenn man auch sagen muss, dann regt man sich halt auf. Klar, aber man sagt, man hätte es besser selber gemacht. Aber, oh Gott. So. Ah, der war ich verpennt, ey, so eine Scheiße. Das war nicht so gut, ey. Jetzt sind ja zwei Leute im Tor. Ah, warum komme ich da nicht rum, ey? Ah, warum komme ich da nicht rum, frage mich, ey. Verdammt. Mann! So. Wenn wir nach oben spielen, damit einer den aufnehmen kann. Leider kommen wir noch nicht näher ins Tor, das ist sehr ärgerlich. So. Ja, jetzt ist der Ton ein bisschen besser im Spiel. Das war eben die ersten Partien halt nicht so gut. Tut mir leid. Da hat das Spiel auch rumgebackt. Da hab was irgendwie, ich hab ja auch nicht realisiert. Ja, super. Wieso werd ich eigentlich hier weggeräumt? Oh. Hätte ich auch haben können, ey. Oh Gott. Ah. Also bald kommt du Scheiße, der geht ins Tor. Da kam mir so blöd, dass er ins Tor gekommen ist, ey. Das ist echt bitter. Ah, na, was sollen wir machen? Wir müssen wieder ein Tor machen. Oh, da bin ich fast verpennt. Jetzt macht er noch eine Parade, der Typ. Stimmt nur noch. Oh Gott, das geht mir ins eigene Tor. Ah, das war's. Ah, das wird's gewesen. Das sieht nicht so, als würden wir jetzt zwei Tore machen. Also da merkt man, dass die denn besser sind. Wenn man sowas gut recht gut hinkriegt, ist das schon ein besseres Niveau als das, was wir hier abliefern. Muss man auch mal so knallhart sagen. Ach Gott, ja, ich das mal nicht. Was, wie kam denn zurück? Wie ist das möglich? Scheiße! Ja, jetzt fallen jetzt alle Dämme hier. Hätte ich fast noch, wäre ich weiter nach links gekommen, hätte ich sie auch noch halten können. Aber da bin ich irgendwie, jetzt habe ich den Fall eingeschätzt, deswegen ist das passiert. Gut, das ist halt Bonusspiel, ist mir egal, dann beschwende ich mal das halt. Dafür. Ach, oh Gott. Wieder keiner am Tor oder was? Ja, deswegen verliert man auch Spiele, übrigens auch. Da kann er am Tor jetzt. Kriegt den auch nicht so, wie ich den brauche. Kriegt den auch nicht so, wie ich den brauche, um daraus dann einen Torschuss zu machen oder sowas. Da muss ich irgendwie so den Ball in die dritte Tor bringen, aber wie soll ich das machen? Das war ein Eigentor übrigens. Und nicht von mir. Da gib mir mal eine ordentliche Klatsche her. Irgendwas zum Gutfühlen brauche ich noch. Irgendwie noch eine Vorlage parat oder irgendwas. Freue noch, mit wir uns gut motiviert ins nächste Spiel begeben können. Da war mal fast ein halber Torschuss.
Na, da kommt doch wieder keiner. Ja, die können da durch Manöver hier. Naja, das wird eine klare Klatsche geben. Hier nochmal ein Tor. Kann man sagen, guter Spiel. Hat der Mann noch Luft geholt und klein gemacht, also. Immer 1:4. Ich bin mal schlechteste Spieler. Es war also nicht sonderlich toll von mir. Naja. Naja, wohl haben wir verloren, deutlicherweise. Naja. Dann würde ich sagen, im nächsten Partie haben wir mehr Glück. Würde ich sagen. Das war halt nix. Zum Aufwärmen nur geeignet. Also, weiter geht's. So, Spiel Nummer 3. So. Kriegen den Ball? Nee, kriegt den vielleicht. Aber auch dumm von mir, ganz ehrlich. Wir haben ja keinen im Tor, nur noch einen. Der war nicht gut. Ach ja, ich fahre meinen eigenen Leuten wieder oben her. Nein, nein, hätte ich haben können. Hätte ich haben können, hätte ich haben können, nur mal sagen, hätte ich haben können. Hätte ich haben können. Das wuppt mich dann aber auch immer. Naja, müssen wir mit klarkommen, dass wir ihn nicht hatten. Die 1 soll zurücklegen. Wir jetzt irgendwie versuchen müssen, ein Tor zu machen. Was räumst du mich denn weg? Was soll das denn? Ich bin besser. Wir machen ein Tor. Coole Sache. Da war ich nicht dran beteiligt. Deswegen läuft's. Deswegen läuft es. 1:1, immerhin die ganze Untergang wie eben. Das Platz ist 4:0. Was wir Tor gemacht haben. Ja, Kollege, wenn die mit ihren Tricks da versuchen zu schießen, dann wird er wahrscheinlich gar keinen Toltergang machen können. Wollen wir weggeräumt vom eigenen Leute. Wieder weggeräumt von meinen Leuten. Jawohl, was war da eine Vorlage? Leider nicht. Aber haben ihn halt reingezwungen irgendwie. Den haben wir irgendwie reingebracht. Deswegen war immer noch letzter, aber mal wieder letzter. War egal. Oh, daneben gefahren, das ist ja wieder typisch. Ist er am Tor? Oh Gott. Ach, meine Güte. Ich mal Dinger weg. Oh. Oh, der, die nicht haben können, hatte kein Momentum, um den zu parieren. Ah! Mist, das war nix. Und das Tor ist frei. Deswegen mal ein Tor. Das sind immer solche Tore, die wir da kriegen, ne? Immer solche dummen Gegentore. Immer solche dummen Konter, weil keiner mehr defensiver geht. Weil wir alle hinter den Ball hinterher fahren. Also,
Das ist ja wirklich doof von uns. Deswegen fehlen mir auch Spiele, ja, weil man da keinen hat, der hinten bleibt, man Formation bildet oder sowas. Oh Gott, der hat mir so einfach weggeschnappt, ey. Ja, ich kann den halt, kann solche Moves halt noch nicht. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal kann, aber. Was war das denn für eine Scheiße? Was war das denn, ey? Das war ja echt peinlich. Da fahr ich echt da rum um den Ball rum, ey. Echt unfassbar ist das. Unfassbar. Also den hätte ich ja. Also das war echt dumm. Ach ja. Oh, was war das? Von mir. Da wäre so eine Art Lucky Punch geworden. Oh, da muss da reingehen. Ah, scheiße. Das war wieder so vielleicht eine Chance, wo man mehr draus machen muss. Wir dürfen jetzt kein 2-3 kassieren. Egal wann. Wir müssen jetzt das 3-2-3 machen. Naja, ein bisschen vorgearbeitet und dann Punktzahl. Der gelingen zur Verlängerung immerhin. Okay. Dabei sollst du unterwegs. Aber wieso kommt denn immer, wie kommt ja immer so ein Pistol vor mir dran? Warum? Du Geier, ey. Da kommt jetzt ein Pistolchen so vor mir dran. Was ist das denn? Verstehe ich nicht immer, ey. Für immer den Zacken finde ich immer den am Boden. Ach Gott, nein! Das ist ja Apollo abgekriegt, ey. Den war ich doch nicht, war noch nicht mehr dran. Ach, ärgerlich. Scheiße. Naja, gut. Wir machen jetzt noch eine Partie Chaos und dann noch einen Abschluss, dann noch was anderes. Ach, eine Partie machen wir noch. Ich bin Person nicht zu klacken, ich war ja nur drittbester Spieler. Naja. Hätte besser sein können, hab nichts gemacht. Naja, würde ich sagen, weiter geht's. So, los geht's! In der nächsten Runde. Oh. Ja, man muss natürlich springen, wenn man fahren. Das ist ja sonst total Quatsch. Das ist das totaler Quatsch, was man da macht. Wenn man dann ein Tor macht, ist das wirklich purer Glück, weil alle daneben springen. Oh. Ist wirklich so in meinen Augen. Also, wenn du dann so ein Tor machst, im Stehen irgendwie hoch zu springen, dann ist das, weil alle daneben gesprungen sind. Also, aber was machst du denn mit mir hier? Verdammt, ich komme hier gar nicht klar. Ja, was war das? Ich war irgendwie total aus dem Weg mitgeräumt. Und da war noch der. Ach scheiße. Hätte ich Manndeckung machen sollen, hinterherfahren.
Also Autodeckung heißt es im Spiel in dem Fall, ne? Also. Ja. Immer eine gute Tat vollbracht im Spiel. Also habe ich schon mehr geleistet, als man andere Leute machen in ihrem Leben im Spiel hier. Ach. Meine Güte, bin ich miserabel. Nimmt keiner, macht keiner einen rein, aber es. Autsch. Ja, natürlich ist da keiner mehr da. Weil ich der letzte Mann bin, weil alle da vorne waren, keiner hat den Ball reingemacht und ja, scheiße. So dumm, ey, weil ich den Ball wieder nicht gekriegt habe, ihn vorbeigefahren. Also. Das sind solche Kleinigkeiten, ne, die halt alles kosten einfach. Ich zerstöre auch selten einen, mir auch immer aufgefallen. Ich spiele das Spiel zu fair. Oh nein, da konnte ich aber nichts machen. Oh, nein. Okay. Fuß brauche ich für alle Fälle. Ich hab ihn nicht mehr getroffen, also wenn das nichts ist. Also wir müssen jetzt mal ein bisschen was zeigen hier. Ah, nein! Verdammter Mist! Ja, haut dir einen Pfosten, ey! So eine Scheiße! Haut dir einen Pfosten, ey, kann nicht wahr sein! Das ist doch ein Witz, ist das! Weil, wenn der nicht an den Pfosten geht, dann bin ich halt da, ne? Das ist das Problem! Ich hab da mich zu Hause ins Spiel genommen damit! Das ärgert mich jetzt echt maßlos, ey, so eine Scheiße! Oh. Oh, eine Parade, immerhin das, ey. Jawohl. Immerhin das, zwei Paraden habe ich schon gemacht, ey. Heute bin ich ein bisschen auf Folterjagd, ne? Zwei Paraden. Zweimal schon, also. Meine Güte, hat mich echt geärgert eben, dieses Gegentor. Weil das war so, hätten wir fast gehabt. Das sind ja solche Situationen, wo ich einfach vorbeifahre. Ach, hui. Hätte ich vielleicht gehabt mit etwas Glück, aber das wäre wirklich pures Glück gewesen. Wir müssen jetzt irgendwie. Oh nein! Da ist dann keiner von meinen Leuten! Weil sie dumm sind! Ja, und ich hab. Was habe ich da gemacht? Ich weiß auch nicht. Ich war auch nicht schlauer. Wir bauen uns immer. Die bauen uns immer selber den Berg so hoch, ey. Das ist das Problem, ey. Der Berg ist klein. Wir machen nur ihn größer, weil wir nicht klettern können. Ach jetzt, das war dumm. Ich sag mal, den Reifen dazwischen gekriegt. Sag ich mal.
Ja, habt ihr auch schon verloren, brauchen wir nicht drüber reden. Wir werden jetzt nicht keine 4 Tore in einer Minute machen, aber. Ja, wir machen ein paar Paraden im Spiel. Oh, erst das Ergebnis Kosmetik oder was auch immer. Na, super. Oder es wird alles schlimmer. Oder es wird alles schlimmer noch. Ja, nur ein Pech hier heute. Wobei ich dann mit den Leistungen unzufrieden bin, total, muss ich sagen. Ja, wir haben ein paar Orden gemacht, ein paar Vorlagen, ein paar Tore. Also eigentlich hatten wir heute, wir haben auch schlimmere Tage schon gehabt, muss man sagen. Ach, nimm Geld, wieso geht da keiner hin? Ach, Mann. Doch, verarsche. Ja, super, ey. Da hilft aber auch nichts, wenn du halt keine Leute hast, die Vorlagen verwerten. Hilft dann halt auch nicht. Oder man die Vorlagen nicht mehr bekommt. Oder nicht richtig bekommt, dann läuft das halt so, wie es läuft, ne? Ja, aber konnten wir nicht wirklich was machen. Das war ein klarer Platz für. Aber wieder gefühlt die Hälfte der Tore haben wir hier selber reingehauen mindestens. Ne? Hätte deutlich enger sein können, das Spiel. Aber naja, wir haben zwei Paraden, mal besser Spieler und halt unseres Teams. Naja, so schlimm war es dann vielleicht doch nicht. Aber das war's auf jeden Fall mit der Partie. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Zum Abschluss. So, zum Abschluss hier noch eine Schneefrei. Wäre hier weggeräumt, keine Ahnung. Wo bin ich hier? Da wurde mal irgendwie weggeräumt hier. Step 7 sind wir hier, gefällt mir nicht. Ach, immer meine eigene Leute hier. Alle zu dumm hier. Ja, das war ja noch nicht so gut. Okay, der Anfang war schon mal schlecht. Von allen. Also, nicht nur von mir, aber von allen. Ich war leider das Schlechteste von uns. Das ist ja noch besser. Scheiße. Hab 0 Punkte? Ich hab keinen Male Puck berührt. Ach, scheiße. Na dann, liegt aber an mir. Ein Puckkontakt. Alter! Was war das denn? Was war das denn? Zu dritt, das war Bus im Tor parken. Das war Bus im Tor parken, muss ich sagen. Ja, das Spiel kommt nicht mehr runter. Alter, wir müssen hier dringend eine Entlastung schaffen, ey, sonst. Jawohl! Das kommt wie so ein Nix hier, Score! Alter, die waren echt drauf, um Drücker noch 2:0 zu machen, ne, muss man sagen. Die waren echt auf dem Drücker hier. Das 2:0 zu machen. Ich hab mal einen erwischt, wie das denn möglich. Also das war echt seltsam, So dritte dieses Tor verteidigt. Ach, ich kann das nicht an der Wand verabspringen, ey. Das ist immer anders ein, wie es ist. Ach, hab ihn nie mehr weggekriegt.
hab ihn da berührt, aber ich hab ihn nicht mehr weggekriegt, ey. Ach Gott, ich bin so schlecht. Ich habe keine Vorlage gegeben, nur mal sagen, ne? Deswegen. Die sind aber deutlich am Drücker hier. Also wir können hier mit Konter irgendwas reißen. Puh. Ich brauche hier dringend einen. Irgendeinen, den da. Da kann ich ja runter. Ja, Karl, ich konnte nicht mehr drehen. Ich konnte nicht mehr drehen, ich war zu schnell unterwegs. Ah, weil gegen zwei Tore machen gegen die uns deutlich überlegen sind. Also das wird schon haarig. Das gibt's doch nicht, ey. Keine Chance. Keine Chance. Ist ja keine Chance, ey. Die machen uns laden uns platt. Wenn das nichts ist, ey. Hey, meine Vorlage gegeben. Ja, aber das ist nichts Süßes im Spiel. Hättest du auch noch die aufgejagt. Ich sehe es ja gar nicht, aber hey. Das Spiel läuft eigentlich viel zu eindeutig. Für sowas. Aber hey. Ja, wenn wir ein bisschen Glück haben, haben wir noch zwei Tore. Oh. Oh, den hab ich mich orientieren lassen vom Schatten, glaube ich. Eigentor. Also Eigentor, nicht von mir. Das war ein Eigentor. Oh, daneben, ey. Ich bin einfach zu schlecht. Ja, ich bin einfach zu schlecht. War mal ein Tor. Einmal hin. Ich bin nur noch zu zweit. Zu 5, er hat auch mal ein Tor gemacht. Jetzt wie so punktzahlmäßig an den beiden dran gekommen, meine Kollegen. Er kann nur besser werden, wenn ich spiele, ne, sag ich immer. Und da muss ich auch mal richtig ins Gras beißen. Boah, der hat Glück gehabt. Ein Tor. Da ist es 6. Naja, 3 Tore Unterschied. Spiegelt im Spielverlauf wieder, muss ich sagen. Ne? 3 Tore Unterschied. Am Anfang haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir das Tor da verteidigt haben. Aber das war einfach eine eindeutige Geschichte.
War ein eindeutiges Spiel. Wir sind immerhin nicht mehr der schlechteste in unserem Team. Naja, eine Beste gegeben. Man kann nicht immer gewinnen, ne? Und das war nicht mal einfach besser, muss man leider sagen. Er hätte auch deutlich ausgekönnt, dieses Spiel, aber drei Tore Unterschied sind ja, muss man sagen. Wir haben so gesehen nie aufgegeben, wir haben immer was versucht. Drei Tore sind was geworden. Naja, das soll's gewesen sein mit Rocket League für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, um aktuell zu bleiben. Ihr könnt beitreten, Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, Mitspielen, mitmachen, mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt und noch viel, viel mehr. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.